Zweitliga Interregio Gruppe 5. Eine spezielle Gruppe, weil wir da zwei direkt Involvierte am Tisch haben. Vielleicht zuerst Stefan Boos zum FC Blue Stars, Aufsteiger. Zwischen Rang 8 nach der Hinrunde. Wo siehst du die blauen Sterne in der Rückrunde? Ja, also sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben gelernt aus dem Aufstieg von 2 Jahren. Auch Interregio zu Regio ist halt ein grosser Unterschied. Und jetzt sind sie, glaube ich, überrascht worden damals. Dort haben wir eigentlich noch gelacht, was dann geheissen hat in der Winterpause. Jetzt nehmen sie halt ein bisschen Geld in die Hand und stocken auf und sogar das Ziel ausgeben, vielleicht lange es noch. Und so viel hat dann nicht gefehlt, schlussendlich. Und man merkt jetzt, das hat sich tatsächlich ausgezahlt. Wir haben dann alle gefunden, ja gut, eben die ein bisschen Geld bekommen, die sind dann wieder weg im Sommer. Sind dann aber nicht weg gewesen und souverän aufgestiegen. Ja, und jetzt, das ist eigentlich nicht gross überrascht. Man muss auch klar sagen, es hat unten in der Gruppe, meiner Meinung nach, ein paar Mannschaften drin. Das ist die Intrige sowieso. Du hast unten oftmals das Gefälle von unten zu oben ist sehr gross. Und Blue Stars ist besser als die unten. Also das wird gegen unten kein Problem sein. Die brauchen noch 10 Punkte, dann haben sie es. Und wenn du am Anfang holst, hast du einen Spielplan nicht im Kopf, dann wird das befreit gegen oben gehen. Ob es jetzt nur oben hat es schon ein paar gute Teams. Ich glaube, Top 5 lange vielleicht auch nicht, aber mit Abstieg wird das wäre jetzt gar nichts zu tun. Das ist, und jetzt haben sie den neuen Stürmer, der zurückkommt, dann muss der Affi, der wahrscheinlich der eine oder andere noch bucht. Und das wird sorgenfreie Rückrunde geben. Eventuell lange zu für die Etikette zum Überholen. Also wäre noch das wäre wunderschön. Da hätten wir jetzt heute viel Spass dran, wenn die Etikette überholen. Aber Dietike wird mindestens so viele Punkte noch mal holen wie in der Vorrunde. Marcello Serratri, siehst du es umgekehrt? SV Höng, Rang 2, punktgleich mit dem Leiterteam Aargau 21. Schon ziemlich stark. Gut, ich kann natürlich jetzt wirklich aus der Erfahrung reden, aufgrund von der Vorrunde. Und, ja. Wir haben gegen Aargau 21 haben wir den 85. 1-0 bekommen. Ja. Und gegen Liria in der 97. Gegen den letzten. Also, und gegen Höng haben wir keine Schnitte gehabt. Also wir haben zwar eine gute Halbzeit gehabt, aber wir waren quasi die beste Mannschaft gewesen. Gegen uns jetzt. Und von dem her haben wir zwar jetzt ein bisschen Abgänge gehabt, leider, mit den zwei Stürmern vorne und wegen Hitlerschalten. Der Captain ja, genau, der Schreiner ist auch weg. Also von dem her haben sie sicher ein bisschen, sagen wir mal, gewichtige Abgänge gehabt, jetzt in der Rückrunde, aber die sind so homogen, sie sind so eine Einheit, der Verein und die Mannschaft. Und das merkt man schon, wenn man in Hönkenberg raufgeht. Das ist einfach ganz speziell. Und für jede Mannschaft wird es schwierig sein, dort oben zu punkten. Und, aber ja, es wird sicher nicht einfach. Mhm. Ich meine, Peide ist eine gute Mannschaft. Die haben sich sicher auch wieder verstärkt mit dem Alfred, der jetzt von Verlierten gekommen ist. Dann geht es in die Richtung, die Bruno gesagt hat, betreffend U21-Mannschaften. Wenn der FC Aarau als Verein als Vorgabe gibt, wir wollen die U21 aufsteigen, dann wird es sicher schwierig, U21-Mannschaften zu schlagen. Aber es wird sich jetzt zeigen, was dort läuft. Also, ich denke, Höng und Aarau U21 mit keinem Favorit, sag ich jetzt mal, mit beiden weiter aufsteig spielen. Also bei Höng noch interessant ist ein spezieller Neuzugang, der Gael Bellargo, Topscorer in der Zweitligagruppe 1 bei Schlieren. Genau. Eigentlich ja an der Schwelle zum Profi. Er hat gegen Toni Kroos, Thomas Müller gespielt, Deutschland beim SC Freiburg noch damals. Vielleicht, du kennst ihn wahrscheinlich nicht persönlich, hast du nicht gegen ihn gespielt, aber was traust du so einem zu, der ja irgendwie die Qualitäten schon jetzt mal zumindest auf dem Papier und natürlich auch unter Beweis gestellt hat? Und wir haben ja letztes Jahr, wo wir aufgestiegen sind, haben wir Schlieren gehabt. Da hat er dort gespielt. Ja, dort hat er sogar gespielt. Genau, und ist mir dort schon aufgefallen. Und, es ist für mich logisch, dass der Höng ihn angefragt hat. Das ist nur so ein außergewöhnlicher guter Stürmer, gute Nase. Eigentlich unscheinbar, wenn man ihn sieht, so ein bisschen, aber er hat absolut Qualität. Ja. Hast du das vielleicht gerade intern noch? Ja, ja, also es ist vorbildlich. Also, ich habe mich schon gewundert und gefreut, dass er auf den Höng kommt. Weil bei uns gibt es nichts zu holen. Er hat aber wahrscheinlich hat er andere Angebote gehabt, aber hat dann ins Probetraining gekommen, hat den einen oder anderen Spieler kennt und hat dann sofort zugesagt. Und ist Vorbild. Also wenn im Trainingslager, wenn wir dann einmal in den Ausgang dürfen am Freitagabend, dann trinkt er nicht. Also der ist wie der, der jetzt ersetzt, der vorne, der keinen Schluck Alkohol getrunken hat,
ist wirklich vorbildlich. Und im Training, wenn man da mal einen Witz machen zwischen den Übungen, dann macht man ihn lieber nicht mit ihm, weil er ist konzentriert aufs Training. Und er ist natürlich, er ist ein typischer Neuner. Also der kannst hoch anspielen, gönnt jeden Kopfball, kannst abschiessen, er stoppt den Ball. Ja, ist gut. Ist gut, er hebt unseren Grössendurchschnitt von 1,50 noch ein bisschen an, sodass wir nicht so viele Standard-Goals bekommen. Nein, ist ein typischer Hüngtransfer, wo man man kennt von allen Turnieren, hat man können auf Hüngt und er sagt eben, er ist auch beruflich in der Schweiz und er will einfach shooten. Er hat ja damals im Winter die Aussage gemacht, wenn, dann will er erstlich an der Höhe, aber aus irgendeinem Grund. Ja gut, vielleicht lange zu bald. Vielleicht lange, ja. Also ich sehe, wie es Marcello gesagt hat, auch nicht einmal Aargau, aber eher beide als Hauptfavorit um den Aufstieg. Reden wir noch ein bisschen über den FC Dietig. Haben wir jetzt noch nicht gross, also ansatzweise thematisiert, schon auch Paiva dort offenbar dabei. Beziehungsweise sogar definitiv jetzt. Und dafür ja der Alfred als Torgarant weg. Das ist auch ein bisschen ein Umbruch. Bruno Schier, wie siehst du das? Die Limmataler da. In der Mitte werden sie sich irgendwo in der Mitte positionieren von dieser Liga. Ja, die sind wahrscheinlich auch nicht zufrieden jetzt in der Mitte und werden ein bisschen noch in der Tabelle ein bisschen vorrücken. Wo es fragt sich immer, wenn man Namen holt, wie hungrig sind die Spieler noch, oder? Wie viel wollen die noch erreichen? Wie viel sind sie noch bereit zu leiden und zu gehen? Und den inneren Sohn mal im Training wieder zu überwinden, klar. Technisch gute Spieler auch, wird schon ein oder andere Akzent können setzen. Sonst die Dicke kenne ich jetzt nicht so genau, weil es doch immer einige Wechsel haben und ein bisschen Wundertüten sind. Also sie sind halt einfach nicht so stabil. Sie gehen nicht einmal, was man nicht erwartet. Dann verlieren sie wieder gegen irgendjemanden. Haben jemanden nachher mit viel Goal über, schiessen manchmal auch wieder viel. Also man weiss nie so genau in dieser Mannschaft, woran man ist. Oder? Und es ist für mich so ein bisschen Wundertüten, die Mannschaft, die ich auch nicht so recht einschätzen kann. Und von dem her sind wir sicher gespannt, aber der Anspruch ist wahrscheinlich ein bisschen höher von ihnen und rein vom Material her, das sie haben, dürfen wir es auch zutrauen. Was dort noch interessant ist ja, dass man häufig sieht, wenn jemand absteigt, dass dann gerade ein bisschen durchgereicht werden das erste Mal, eben auch, wie es grosse Abgänge haben. Das ist jetzt bei Dietigen interessanterweise nicht der Fall. Nein. Also sie mögen sich eben, oder? Obwohl ja, sie haben ja nicht alles verloren. Ja, und ich meine, mit dem Trainer ist er immer wieder fähig oder die Mannschaft ist immer fähig und sie haben ja anscheinend auch gewisse Mittel, dass sie wieder können Ersatz sorgen und sich dann halt wieder ein bisschen empfinden und dann kommen sie halt eben irgendwo Rang 6, 7 raus und dann steigern sie sich wieder und je nachdem, ob sie den Kader zusammen können behalten können, geht es halt mal in die Richtung oder in die Richtung, wie gesagt, man weiß es nicht so genau. Also ich glaube, da sind wir uns einig, wo wir in dieser Gruppe sind, also von den Spielern her. Das sind Paiden und Dietike mit Abstand die beste Mannschaft. Also ein paar Einzelspieler darunter Dietike. Also schön zum Zuschauen. Bruno hat es jetzt angesprochen mit dem Mitte. Das ist ja etwas, das in dieser Liga sicher auch, ihr kennt es ein bisschen besser aus eigener Erfahrung, die ja ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Eben, dass die einen halt vielleicht für einzelne Spieler zahlen, wie sie es regeln mit Punkteprämien. Ist das schon so, dass es in der zweiten Liga Inter da wirklich ein bisschen anfängt? Du hast ja gesagt, dass es Gefälle sportlich gibt zwischen der hinteren Region in der Tabelle und der vorderen. Ist das auch bei den finanziellen Komponenten ein bisschen so? Ja, das gibt es. Das ist keine Frage, dass es das gibt. Man muss jetzt auch gerade mal sehen, erste und zweite sind zwei Teams, die. Also, ob das Team Aargau wahrscheinlich gibt es auch gewisse Vergütungen, Halbprofi, die Jungen. Und trotzdem, natürlich, nachher kommen wir mit Paiden. Wir haben dort Paiden. Aber als Schriftler gibt es nicht so viel zu verdienen. Ja. Es gibt ein Gefälle. Und natürlich, wenn du gute Einzelspiele hast, wirst du nicht absteigen, wirst du tendenziell oben mit zu tun haben. Haben sie auf dem Anfahrtweg schon überlegt, wie negativ ist das Ganze? Wir in Höhen können natürlich einfach reden und auf andere zeigen und sagen, wir zahlen nicht, wir sind die Geilsten. Ja, schön und gut. Ist jetzt halt einfach so, wie es ist. Man hat einen Aufwand und viele Spieler jetzt ab dieser Liga haben eine Ausbildung und wollen irgendwann einen Gegenwert haben für das, was sie jahrelang eingesetzt haben, was sie verzichtet haben. Ist völlig legitim. Gibt es im Eishockey, gibt es im Handball, gibt es überall, gibt es in anderen Ländern, wird zahlt bis in die 8. Liga. Aber ist jetzt einfach so. Also, ob wir jetzt da das mögen oder nicht, oder uns das gefällt, ist ein Fakt und der Aufwand ist, wenn du gerade jetzt erst gehst, wenn am Mittwochabend ins Tessin musst, dann musst du einen halben Tag frei nehmen im Geschäft. Oder interregional, wenn du ein Auswärtsspiel hast, irgendwo im Krautus in Dulliken,
dann opferst du deinen Samstag. Klar, auf der anderen Seite ist es dein Hobby. Du kannst dein Hobby machen, du machst es gratis, du kannst vielleicht noch Schuhe, ein Trainingslager, Geld. Aber jetzt da auf andere zeigen, ist jetzt halt einfach so. Und der Aufwand ist halt einfach da. Wenn es da Leute gibt, die ihr ein privates Vermögen in einen Fußballverein investieren, dann ist das gut und recht. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Und ich muss ehrlich sein, Hönk, ob jetzt das bei uns noch lange funktioniert oder auch solche Sachen so, das sehen wir. Vielleicht kommt ein eigenes Geld ins Spiel und dann sind wir, können wir dann auch nicht auf andere zeigen. Und die machen es noch mit Geld. Das ist so, wie es ist. Es ist auch ein heikles Thema, aber ich denke, wichtig ist auch, wie es Stefan gesagt hat, die sogenannten Soft-Kriterien. Oder? Ich meine, Hönk und auch so, die haben ein eigenes Clubhaus, die haben eine eigene Anlage. Jetzt rein bezogen auf Blue Star, wir haben in dem Sinne kein Zuhause. Wir sind zuerst, die einen sind in der Buchlehre gewesen, wir sind im Harthof gewesen, die dritte Mannschaft, die Junioren sind irgendwie noch mit anders gewesen. Also das heißt, wir müssen uns auch zuerst finden, die Identität, aber ich sage, man muss dazu stehen. Und wir stehen dazu. Blue Star zahlt Punkteprämie. Das ist ja so. Nicht allen vom Verein passt das. Aber es ist halt auch schwierig für so Quartiervereine, die nicht unbedingt daheim haben, gute Spieler können zu rekrutieren. Und von dem her, denke ich, muss der Verein wissen, was ist die Strategie, was ist der Auftrag und was tun wir umsetzen in dem Sinn. Also zusammengefasst, es braucht eine klare Philosophie und zu der muss man irgendwie auch nicht nur über eins reden. Es gibt viele Vereine, die sagen, wir zahlen nicht, aber dafür sind es Private, die es eben gleich zahlen. Also von dem her ist es schwieriges Thema. Da gibt es Beispiel, ich glaube, der Marcel Gornili hat schon mal angetönt, in seinem Interview mit eben letztes Jahr, wo ich wollte zahlen, wo er auch klar sagt, es geht nicht, wenn du aufwärts musst du es machen, ist in 99% der Fälle so. Wo dann aber zum Beispiel auf Seefeld oder Witzwil zeigt, wo immer sehr viele Fluktuationen haben, ist halt die Philosophie, das ist halt die andere Kehrseite der Medaille. Beispiel Blue Star, den ich vorhin genannt habe, wo es nicht passiert ist, erstaunlicherweise, wo wir uns alle gewundert haben, dass dann die Spieler nicht wieder gegangen sind. Also dort muss dann doch auch noch mehr als nur das Geld dabei gewesen sein. Und ich weiss, von Bruno in Uster, wir sind wenigstens in der Stadt Zürich, aber wenn ihr dann zu Freienbach dann noch die Spieler holen, auf Freienbach rauf oder auf Oster rauf, dann holst du dich nicht, weil du einen schönen Platz hast oder gute Bratwürste nach einem Match, sondern dann musst du halt dann die Spieler dort, wo sie herkommen, dann ist meistens Region Zürich, dann musst du irgendwelche Anreize setzen. Ja, es ist natürlich eben geografisch ein bisschen angeschaut, wenn man jetzt das sagt, eben solche Sachen, natürlich Winterthur-Umgebung ist der beste Erstligaverein, die es nicht noch weiter langen, die shooten irgendwie solche Sachen halt. Ein bisschen böse sein, ein Auffalldeck. Ja, und ich meine, in der Stadt gibt es einen Verein jetzt mehr oder weniger noch, Red Star ist es vorher noch gewesen, jetzt eben mittlerweile tun sie auch noch ein bisschen Spesen zahlen. Und Hönk jetzt noch, aber das ist eine gute Gruppe als solches, viele Studenten drin, immer so gewesen, die kennen sich, gehen füreinander und das Geld jetzt vielleicht nicht im Vordergrund. Aber die Masse, die Stadt Zürich, ist natürlich relativ gross und das hat schon noch ein bisschen Auffangwirkung und noch ein bisschen Potenzial, um jemanden mal einen guten zu finden. Und kommt dann vielleicht zu Hönk und jetzt klar, jetzt sind auch irgendwie zwei weg aus welchen Gründen, vielleicht haben die auch noch ein bisschen mehr Spesen bekommen, das weiß ich nicht. Und wenn man Freienbach und Uster, so klar, Uster ist auch nicht klein, aber wenn man den Nachwuchs anschaut, da kommt nicht allzu viel. Das reicht vielleicht für die Drittliga, aber für die Interregio. Ja, jetzt haben wir zwei, drei integriert wieder aus den Jungen, aber das hat sich dann wieder. Also man ist auf Auswärtige angewiesen und wenn die einfach einen Fahrtweg haben und so weiter, dann braucht es halt ein bisschen Spesen. Weil das Oberland selber gibt auch nicht allzu viel, gross am Witzigen aus diesen Vereinen, das ist beschränkt, oder? Aber ja, so halt die Verteilung und Angebot und Nachfrage. Und, ja. Was ist denn, würde ich sagen, vielleicht auch der grosse, gut, das muss ich fast gleich als erste Frage, der grosse Unterschied zwischen Zweitliga-Region und Interregio? Ja, also wir haben es jetzt erlebt mit der gleichen Mannschaft, die wir abgestiegen sind, haben wir können zusammengehalten und dann ist es, also nicht einfach gewesen, aber nichtsdestotrotz haben wir 63 Punkte können holen, wo relativ viel ist. Wir haben mit Anfolter Mabis einen hartnäckigen Gegner gehabt. Vor zwei Jahren kann ich es einfach sagen, wie es vor zwei Jahren war. Ich meine, wir haben 13 Spiele 0 geholt. Wir haben am Anfang die 5 Zürcher gehabt, mit Hönk, mit United und Red Star und so weiter. Knapp verloren und dann bist du mit 5 Spielen 0 Punkten. Und so kommst du dann in eine Negativspirale rein. Und dort hat man einfach gemerkt, dass die Qualität fehlt und das Physische. Und wir haben dann auf die Rückrunde und dann aufgrund vom Abstieg von der Lehre haben wir dann
haben wir unser Vorbereitungsprogramm geändert, mehr auf physischen Schwerpunkt gelegt. Und nochmal zurück auf deine Frage, es ist ein Unterschied, absolut. Also eben vor allem physisch. Ja, und auch das Ganze geht schneller. Ja. Jede Mannschaft verfügt über gute Einzelspieler, die das Spiel kann entscheiden können. Und in der zweiten Liga kannst du eher noch, sag jetzt mal, das Spiel gewinnen mit einer mittelmäßigen Mannschaft. Sag jetzt mal. Oder über den Kampf. Über den Kampf oder so, mit einer guten Taktik. Und von dem ist es sicher ein grosser Unterschied. Also, wie Stefan auch gesagt hat, also, sag jetzt bei unserer Gruppe hat es doch zwei, drei Mannschaften mit Lirial als Aufsteiger, mit Subingen, wo sicher jetzt mal schlecht aus der Startlöcher gekommen ist, und Lenzburg. Ich meine, Lenzburg ist vor einem Jahr Sechster geworden. Mit der gleichen Mannschaft sind sie jetzt unter dem Strich. Also, ja. Es kommt auch wirklich darauf an, wie der Start ist. Der Start ist schon wichtig. Und der Start in der Rückrunde logischerweise genauso. Es ist wirklich eine eigene Meisterschaft.